Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich habe natürlich trainiert und ja, schauen wir uns unser neues Team an. Wir haben jetzt hier Igelava mit diesen Werten und den Attacken Läuterfeuer, Irrlicht, Finte und Flammenwurf. Dann haben wir tatsächlich schon den Drihornio, denn Rizeros hat sich einfach, also unser guter Roland, hat sich einfach entwickelt, nachdem ich ihm das Item gegeben habe und ja. Hatte sehr schöne Werte, wie ich finde. Dann hier ist noch Azumarill. Hat, glaube ich, Tempo-Heap gelernt und konnte das Hydro-Pump schon. Ich glaube, Hydro-Pump ist auch neu. Und der Rest ist, glaube ich, gleich geblieben, weil es da auch nicht viel zu machen gab. Ich kann jetzt schon mal sagen, in diesem Part wird relativ viel gespeedet werden, weil wir relativ viele Kämpfe nachzuholen haben. Wir haben nämlich erstens einmal hier ist die komplette Route hier oben fertig zu machen. Dann müssen wir noch die rote Richtung Herzhofen und den ganzen Zeug, der da kommt, machen. Also, ja, haben wir schön viele Trainerkämpfe, die ich schön überspeeden kann, wie ich es jetzt mal nennen werde. Aber ich habe auch was zu erzählen, denn ich habe ja auch erzählt, ich war, oder beziehungsweise auf Twitter und glaube ich auch gesagt, dass ich, habe ich das mal gesagt, dass ich nach London fliege? Wir waren auf jeden Fall Studienfahrt in London, diese Woche, wo kein Pokémon Platin Part kam, also letzte Woche, vor euch letzte Woche. Für mich diese Woche noch, weil für mich ist gerade noch Samstag, wo ich das hier aufnehme und wo ich mir das gönne. Denn ich dachte mir, gut, komm, nimm es jetzt auf. Weil Platin muss ja jetzt auch wieder ein bisschen öfters kommen. Das ist jetzt nämlich ein bisschen zurückgefallen, weil momentan Showdown kommt tatsächlich sehr, sehr regelmäßig. Das finde ich auch gut so. Das liegt halt aber auch daran, dass Showdown so, dass es, wo ich auch momentan einfach am meisten Spaß habe und ich merke auch, dass ihr am meisten Spaß dran habt, deshalb ja. Aber Pokémon Platin möchte ich natürlich auch nicht, versteht ihr, beim Radweg, passt auf der Strecke lassen. War der Scheiße. Ja, Seemobs, Moment, bevor ich da irgendeine Kacke mache, gehe ich hier lieber in meiner Azumarill. Und ja, also fangen wir mal ganz von vorne. Wieso macht das so wenig Schaden? Hilfe. Wir sind am Montag losgeflogen um 10:30. Da war es aber auch sogar so, dass wir schon um, ich glaube um 7:30 bin ich schon, glaube ich, aufgestanden, weil wir haben uns schon um 8:45 tatsächlich getroffen, weil wir jeder einzeln einchecken mussten und das Ganze, das war schon, dachte ich mir auch, oh Junge. Hat aber dann auch seine Zeit gedauert, muss man sagen. Also dagegen kann man jetzt nichts sagen. Das war schon alles richtig koordiniert und so. Und dann saßen wir mal bei 5 Flieger. Es war ziemlich cool, weil ich auch noch einen Fenstersitz hatte. Und es war dann natürlich sehr, sehr praktisch. Da konnte ich von draußen alles zusehen. Denn das letzte Mal, dass ich tatsächlich geflogen bin, war, glaube ich, als ich 9 war oder sowas. Da sind wir einmal nach Ungarn geflogen. Das war es dann aber auch, also war das eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. War auch schön, das Hochfliegen, das war super. Man hatte zwar immer so Druck auf den Ohren, aber das stört einen jetzt nicht wirklich, das war nicht so schlimm. Flug an sich war auch, ging alles glatt. Und dann sind wir in London angekommen. Tintoxa-Moment. Ich glaube, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Sind wir in London ganz normal angekommen mit unserem schönen Flieger. Und sind da ausgestiegen, mussten natürlich auf Gepäck und das ganze Zeug warten. Hat auch alles ein bisschen gedauert. Und dann durften wir mit einer Londoner U-Bahn erstmal hinfahren. Und wisst ihr, Londoner U-Bahnen, je nachdem welche Linie man fährt, sind richtig scheiße. Denn die U-Bahn, die wir hatten, die war die, ich habe keine Ahnung, wie die Linie hieß. Also auf jeden Fall unsere, wo wir dann hin mussten später. Also die erste U-Bahn war noch voll okay, die was auf der... ich glaube Piccadilly Line hieß die. Ich glaube, das war die Strecke, auf der wir gefahren sind. Die war noch voll okay. Da konnte ich mich nicht beschweren. Das war eigentlich ganz okay. Aber ich finde die deutschen, also deutsche S-Bahnen bzw. U-Bahnen sind da schon um einiges besser. War okay, aber dann, als wir auf die Jubilee Line zu unserem Hotel gewechselt sind, ich dachte, mich trifft der Schlag, ne? Das Ding hat gerattert, das war so laut. Gefühlt jeden Moment hätte das Ding auseinanderbrechen können. Man ist wirklich davon ausgegangen, dass es das Ding gleich zerlegt. Ne? So laut war das Ding. Und du hast die Fenster vorne und hinten, also wo man in Deutschland durchgeht, da gab es keinen Durchgang. Sondern da war es nämlich so,
dass da einfach nur Fenster waren und du konntest da nicht durchgehen. Das heißt, du konntest dir nicht mal einen Sitzplatz suchen. Du musst, wenn in dem Waggon kein Platz war, dann, also Sitzplatz, dann hattest du halt die Arschkarte gezogen, dann musstest du stehen bleiben. Du konntest nicht mal irgendwo durchgehen und schauen, ob da irgendwas ist. Nein. Warum denn auch? Wird ja überbewertet, ne? Wofür denn auch? Und ja, das war schon super erster Eindruck. Das Hotel hat aber dann natürlich alles noch besser gemacht, denn das Hotel war mehr eine Jugendherberge oder wie wir es immer, wir haben es auch immer Hostel genannt, weil das war kein Hotel. Die Zimmer waren gefühlt 2 auf 2 Quadratmeter groß, die waren winzig wie sonst noch was und es waren jeweils Doppelbetten drin und ein Schrank und ein Waschbecken, muss man sich noch vorstellen, waren auch noch drin. Wo du dachtest, yes, du hattest kaum Platz für irgendwas, das war natürlich super. Dann das Beste war, ein Kumpel von mir hat dann sein Zeug in den Schrank reingetan und du konntest es dann mit deiner Karte, weil du hast dich mit so Karten angemeldet, also so Sicherung, wie nennt man denn die, so Eincheckkarten oder wie ich das nennen soll, damit hast du dich angemeldet und damit bist du auch immer in die Zimmer gekommen und sowas. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und, oh. Und der hat dann halt sein Zeug da rein. Ja, okay, das sollte gehen. Er hat sein. Der hat dann sein Zeug da reingetan und. Oh, nice. Und ja, das Ding ist nicht mehr aufgegangen. Wir haben probiert, wir haben so viel probiert, wie nur möglich war. Ist nicht mehr aufgegangen. Super. Durften wir erstmal runter ins Hotel beim Eincheck-Dingsbums. Beim Einchecken fragen, ja, können Sie das richten? Ja, das wird aber dauern. Das Gute war, wir waren danach unterwegs, weil natürlich jeder Hunger hatte. Und sind dann nach Kempten gefahren. Und ich kann euch etwas sagen. Kempten ist gefühlt die größte Pennerstadt in London, die existiert. Also ganz London war ganz cool, aber Kempten war, also dafür, dass das der erste Tag war, war kein gutes Ziel. Da gab es zwar Fressbuden, relativ viele, die waren jetzt alle nicht wirklich gut, aber waren einigermaßen billig. Aber, also, uns haben, glaube ich, 3 12-Jährige gefragt, ob wir was zu rauchen für die hätten. Das Interessanteste war, ich weiß nicht, wie die taktisch vorgegangen sind oder so. Die eine hat nämlich einen Kumpel von mir gefragt, ey, hast du Stoff? Na, der hat gesagt, nein. Und dann hat sie einfach so gesagt, du hast noch schöne Augen. Wo ich mir auch dachte, bitte, 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 was? Okay. Weil man sagt das doch eher als erstes dann, oh, du hast schöne Augen, hast du ein bisschen Stoff für mich und nicht danach erst. Wo ich mir auch dachte, okay, interessant. Dann gefühlt 25% von ganz Kempten lief ohne Oberteil rum. Also die waren nackig. Also eigentlich nur Männer. Frauen sind dann doch mit Oberteil rumgelaufen, wobei es da auch nicht so viele gab. Es war eine ziemliche Männerpopulation, muss man sagen. Und das war dann ziemlich interessant. Ja. Was haben wir uns natürlich als erstes gekauft in London? Richtig, eine Pizza. Ja, das war jetzt. Ich war nicht so davon, ne, nicht so der Freund davon, aber naja, die haben gesagt, das ist billig und das ist einigermaßen gut. War ganz okay, sagen wir es so, ne? Überragend war die Pizza jetzt nicht, aber dafür, dass sie 8 Pfund gekostet hat und halt 8 Pfund mit Getränk und allem drum und dran, war das dann noch ganz okay, muss man sagen. Also ihr müsst ungefähr rechnen, 8 Pfund sind fast dasselbe wie 8 Euro. Ein bisschen mehr, eher auf 8,50 hoch. Wo ich mir dann dachte, ja gut, ja, na, ist eigentlich Standard, ist okay. Damit kann man noch leben. Aber es wäre halt auch trotzdem besser gegangen. Ne? Man hätte bessere Sachen sich holen können. Wobei man auch wieder sagen muss, naja, da gab es jetzt auch nicht so viel, dass man hätte Besseres kaufen können. Aber damit mussten wir in dem Moment halt einfach leben. Da konnten wir jetzt nichts dran ändern. Das war dann auch okay. Dann habe ich mir einen Fidget Spinner gekauft. Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer von zwei, um genau zu sein. Den einen habe ich nämlich geschenkt bekommen von einem anderen Kumpel, der verarscht wurde. Das war super. Der hat sich nämlich, weil der eine ihn so beredet hat, hat er sich zwei gekauft für 5 Dollar. Und an der rechts daneben gab es einen Laden, der 3 für 5 Pfund verkauft hat. Ich sage immer Dollar, aber ich meine damit Pfund. Das war super. Und der hat sich, ich weiß nicht, der hat sich so verarschen lassen von dem. Ich habe so gelacht, ne? Und dann hat sich wieder ein Kumpel von mir, hat sich dann zum Beispiel auch so irgendwas angeschaut, solche Kopfhörer, glaube ich. Und dann ist halt so der Verkäufer gekommen und hat gefragt, ja, gefällt dir das denn? Wie findest du es so? Kann ich euch helfen und sowas? Und dann hat halt der andere, der neben ihm stand, hat halt gesagt, ja, nee, wir schauen nur. Und dann hat der Verkäufer ihn richtig runtergemacht.
dass er doch sich hier nicht einmischen sollte, weil er ja mit meinem anderen Kumpel geredet hat. Wir nennen jetzt mal den einen Hans, der sich das Ganze angeschaut hat, und der andere ist Fritz, der angemault wurde. Und er hat halt Fritz dann die ganze Zeit angemault, dass er doch ihn nicht unterbrechen kann, wie alt er wohl sei, dass man so dumm sein kann, dass man jemanden unterbricht und sowas. Und hat dann auch noch gesagt, ja, ich frage mich, auf welche Schule du gehst, anscheinend auf keine wirklich gute. Ah, das war dann, ich fand's super, ich habe gelacht und gelacht. Ich stand halt ein bisschen weiter daneben weg, weil mich die relativ wenig interessiert haben. Ah, das war dann, ja. Und dann gefühlt 50% von Camden ist dann natürlich rauchend auch rumgelaufen, ne? Dann wollten sie uns auch eine Zigarre andrehen, ja. War jetzt nicht so das Beste, ne? War nicht so das Beste, als allererstes dorthin zu gehen, wo dir Gras und der ganze Scheiß einfach gefühlt überall angedreht wurden. Es war schlimm. Dann gab es sogar so eine Brücke, wo die halt so standen, wo sie rechts, wo so zwei Wege waren nebeneinander auf der Brücke. Rechts gingen die vorbei, die keinen Stoff quasi wollten, und links gingen die vorbei, die Stoff wollten. Was ist das? Turbo Spike hier? Hi. Sollten wir uns merken, hier können wir Pike hier kriegen. Das merken wir uns. Finde ich gut. Und ja. Dann sind wir wieder zurück ins Hostel. Logisch. Oh, hier gibt es coole Pokémon. Und haben dort dann nicht gegessen. Gegessen kann man nicht sagen. Dazu komme ich jetzt nämlich auch gleich. Haben ein bisschen Karten gespielt. Einen Billardtisch gab es. Haben ein bisschen Billard gespielt. Und dann haben wir uns alle pennen gelegt, weil jeder hatte gefühlt keinen Bock mehr, weil der Tag relativ nervig war, anstrengend war und alles. Und naja, der erste Eindruck von London war jetzt nicht so gut. Man muss nämlich auch sagen, unser Hostel stand ziemlich, ziemlich weit außerhalb, was das Ganze nicht besser gemacht hat, denn die äußere Hälfte von London ist der größte Ranz, wo man sein kann, gefühlt. Inneres London ist super, aber äußeres ist echt. Boah, ist das scheiße. Kann ich euch echt sagen. Außerhalb London, also der äußere Teil. Da wollt ihr nicht hin. Und ich merke gerade, wir können uns hier ja noch ein Pokémon fangen. Glaube ich. Moment. Ja, doch, passt. So. Und das ist alles nur am Montag passiert, ne? Das war schon, huiuiui, wo man sich dachte, bist du wirklich auf der richtigen Tour? Bist du hier wirklich richtig? Möchtest du hier wirklich hin? Und ja, war ein bisschen doof für den ersten Tag, weil man halt echt einen beschissenen Eindruck von London hatte. Dann sind wir aber am nächsten Tag, am Dienstag, aufgestanden. Gefrühstückt. Genau, zum Frühstück. Wir haben in unserem Scheiß-Hostel nur Frühstück bekommen, was eh schon lächerlich genug ist. Weil, keine Ahnung, man hat kein Mittagessen und kein Abendessen bekommen. Und was war das Frühstück? Was war das für ein Frühstück? Du durftest ein Croissant, ja, nicht mehr als eins, nur ein Croissant essen. Dann gab es noch so Toast, den du selber toasten konntest, aber da dachte ich mir auch, oh, jetzt, ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt auch noch da anzustehen für einen scheiß Toast. Moment, was hole ich denn jetzt vor, mit was schwäche ich denn? Mit was schwäche ich? Mit Marvin am ehesten, ne? Oder kommen wir hier durch ohne, okay. Und dann hole ich mir noch ein paar Pokebälle. Und man dachte sich halt, warum? Und genau, und ein Müsli gab es noch, diese Standard-Müsli-Scheiße. Aber davon bin ich tatsächlich kein Freund. Ich will mein gescheites Müsli. Und nicht so Standard-Kacke. Nee. Bauhaut, lol. Ja. Auf jeden Fall habe ich halt dann ein Croissant gegessen und meinen Apfelsaft getrunken. Ich habe O-Saft auch probiert, aber der O-Saft hat nach nichts geschmeckt. Beziehungsweise nur Scheiße geschmeckt. Was mich schon richtig sauer gemacht hat. Und ja, yeah, dann haben wir Gott sei Dank endlich mal was Gutes gemacht. Und zwar sind wir Richtung Buckingham Palace gefahren, haben da das Ganze angeschaut. Buckingham Palace haben wir angeschaut. Was haben wir noch angeschaut? Bin mir tatsächlich gerade unsicher, was haben wir noch angeschaut? Genau, den Big Ben, da waren wir auch noch. Den haben wir uns noch angeschaut. Wir haben gesehen, wie es, was haben wir noch angeschaut? Ich glaube, es gab auch noch irgendeine Statue, wo so Sprengklanlagen drumherum waren, wo es aussah, als würdest du die Statue pinkeln. Das sah ziemlich cool aus. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Bevor ich jetzt hier Kacke sage. Mir fällt jetzt. Nee, ich habe keine Ahnung. Oder?
Ich habe wirklich keine Ahnung, wer das da war, wer da stand. Und ja, das war dann halt, das war ganz cool, war schön. Das war auch mal ein schönerer Teil von London und nicht dieses hässliche Kakempten-Teil. Das war einfach nur, nee, das war scheiße. Das war dann relativ schön. Dann durften wir auch frei herumlaufen. Dann waren wir erstmal beim guten Five Guys. Das ist so eine Art McDonald's, nur gefühlt besser. Die haben dann nämlich alles in Erdnussöl paniert und so gemacht. Also das ist halt. Ich habe mir nur eine große Pommes bestellt, aber oh Junge, wenn die große Pommes machen, dann sind das auch wirklich riesige Pommes. Mir fällt gerade auf, wir kriegen ein Evoli geschenkt, ne? Stimmt eigentlich, ne? Wir können uns wirklich Palkia hier holen, Leute. Obwohl wir eigentlich Evoli behalten könnten. Aber wenn es nicht gerandomized ist, ist es ja langweilig. Deshalb ja. Ja, was soll's. Perfekt. Und ja. Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich wieder ein bisschen rausgekommen. Cheater. Wo war ich? Ah, genau. Wir waren bei Five Guys. Da gibt es halt auch so ganz normal Burger. Aber auch sowas wie Hot Dogs gab es und noch irgendwas, wo ich mir jetzt unsicher bin, was es noch gab. Auf jeden Fall, die Pommes waren wirklich gigantisch. Wir legen mal ganz kurz die Alge ab, nur um das Evoli abzuholen. Burger gigantisch groß. Und die Burger und die Pommes waren ziemlich groß. Und das Schöne an den Pommes waren auch, die haben das nämlich so gemacht, die haben das in so eine Art Becher reingetan. Und du hast halt so eine Tüte bekommen, da haben die auch nochmal einfach nochmal eins reingeworfen. Da dachten sie sich, lol. Wir nennen unser Evoli B. Das wird halt jetzt gewechselt. Einfach reingeworfen, weil sie sich dachten, lol, lass mal machen. Und so hat man halt ziemlich viel gehabt. Und du konntest dein Getränk, du hast so ein normales Getränk bezahlt quasi und konntest es immer wieder auffüllen. Und es gab gefühlt, es gab zum Beispiel von Fanta 7 verschiedene Sorten, also es gab echt viel. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, wie man das da unten macht, weil das wirklich via Touch funktioniert hat und ich nicht verstanden habe, dass es via Touch funktioniert. Ich lege das gleich mal ab, damit wir zwei Encounter haben. Ich habe es halt echt nicht gerafft und hätte fast unten, wo man den Becher hinhält, das rausgezogen, weil ich nicht kapiert habe, wie es funktioniert. Ach ja, das war auch einer meiner glorreichen Momente, wo ich mir wieder dachte, uff, warum gibt es sowas erstens nicht in Deutschland, weil das eigentlich ziemlich cool ist. Und wieso gibt es hier nur Pokebälle? Was soll das? Was haben wir denn so an Bällen? Ich muss mal kurz gucken, was wir denn so an Bällen haben. Erstmal können wir aber den Top-Beleber verkaufen. Okay, 14 und 5, das ist eigentlich okay. Dann fangen wir jetzt erstmal nur ein und heben uns den Evoli-Encounter noch auf. Also ja, da waren wir bei Five Guys. Das war ziemlich cool, hat ganz gut geschmeckt. Ich glaube, ich habe nämlich den ganzen Vormittag nichts getrunken gehabt, gefühlt, bis auf halt zum Frühstück ein bisschen was. Und das Ding war halt, ich habe dann nichts zum Trinken mitgenommen, dann habe ich einfach mal 1,5 Liter Cola gefühlt geäxt. Wirklich. Wirklich. Groink. Wow. Ein Groink. Das macht. Wow. Das macht gar nichts. Kann Groink irgendwas Cooles? Ich glaube nicht. Wir sind immer noch unversehrt. Groink ist jetzt nicht so das Pokémon, wo ich mir denke, yes. Das möchte ich haben. Ich merke gerade, wo habe ich meine Liste? Ich brauche ja meine Liste für ein Psychic-Type. Falls jemand einer sein möchte. Nicht, dass ich. Hat das gerade Brille eingesetzt? Also, wenn das weggeht, dann werde ich. Okay, wir haben Groin gefangen. Psycho, möchte jemand Psycho. Tatsächlich der Kevin. Der möchte zwar eigentlich Simsala werden, oder finden wir noch irgendwen, der Psycho will? Tatsächlich, ja, aber der hat schon einen Namen. Da hätten wir noch einen. Aber da ich Kevin jetzt als erstes gesehen habe, wirst du jetzt Kevin. Auch wenn du weiblich bist, das juckt mich, wie gesagt, nicht, weil. Ja, wen juckt's? Auf jeden Fall waren wir dann noch im British Museum, weil wir da kostenlos reinkamen und alle aufs Klo mussten. Und dann dachten wir uns, gut, das nutzen wir jetzt doch gleich komplett aus. Haben uns da ein paar Teilbereiche sogar angeschaut, aber nur den ägyptischen, römischen und griechischen Teil. Ich glaube noch irgendeinen Teil, wovon ich den Namen nicht mehr. Ich glaube, waren wir bei den Azteken? Ich glaube schon. Ich bin mir aber gerade echt unsicher. Ich meine aber schon, dass wir da waren. Doch, ich glaube schon. Und ja, und dann sind wir da auch wieder heimgefahren.
Ihr müsst aber dabei bedenken, ne, dass das Ganze. Wir waren immer von 9 Uhr in der Früh bis gefühlt. Ah nein, du stopp, danach waren wir natürlich noch irgendwo. Okay, du kannst nur Scheiße. Wir waren danach noch im Theater. Wir waren gefühlt jeden Tag von mindestens 9 Uhr in der Früh bis mindestens 20 Uhr am Abend unterwegs und sind wirklich die ganze Zeit irgendwo rumgelatscht. Es war wirklich schlimm. Warte mal. Wie geht's denn? Hört mir das? Ach, die war jetzt, weiß ich nicht. Ach stimmt, wir müssen ja in den Wettbewerb sein. Ich wollte gerade sagen, hä, warum steht die nicht da? Habe ich irgendwas vergessen? Ja gut. Abend waren wir im Theater, und zwar in so einem Theater von. Ihr kennt ja wahrscheinlich der Zauberer von Oz. Und da kennt ihr die grüne Hexe, die Entstehungsgeschichte von der. Ich glaube, Witched hieß das Theater. Ich sag immer Theater, das ist ein Musical. Ich sag das immer wieder falsch. Ich glaube, ich werde es auch immer sagen, falsch sagen. Das war ein verdammtes Musical. Ja. Und das haben wir uns angeschaut. War schön. War ein schönes Musical. Wird aber wahrscheinlich auch mein letztes Musical gewesen sein, weil. Puh, das war teilweise echt so laut, ne? Wo ich die Töne echt so schrill fand, dass sie nicht mehr schön waren und so. Und nee. Ich bin eh kein musikalisch begeisterter Mensch. Also dachte ich, da wusste ich schon gleich, ne, da wird nichts für mich. Aber dafür, dass ich eigentlich nicht so begeistert davon war, war das schon sehr, sehr schön. Es war auch ein echt großes. Ich glaube aber, das nennt man dann schon Theater, ne? Nennt man das dann Theater, wo wir waren? Also das Gebäude, wo wir drin waren, waren relativ groß. Und dann waren wir um 11:30 oder so tatsächlich erst daheim. Und ja, ich würde sagen, wir machen im nächsten Part hier an der Stelle weiter. Holen uns dann. In dem Part ist nichts gestorben. Übrigens, im letzten Part ist auch nichts gestorben. In diesem auch nicht. Ich bin glücklich. Es ist unglaublich. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Da werde ich dann auf Mittwoch, Donnerstag und Freitag wahrscheinlich eingehen. Ja, sehr wahrscheinlich. Da haben wir hier zwei schöne London-Parts. Da habe ich nämlich auch was, um die zu füllen, weil. Ja, gut, jetzt kommt halt Arenaleiter und Rivale dann. Und dann kommen wieder relativ viele Trainer. Also mal schauen, wie ich das machen werde. Aber ja, das sollte passen. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao.